Willkommen zurück bei Kreativgefühl. Ich bin Sina und heute geht es um eine ganz besondere Art des Travel Journals. Denn ihr kennt mich, ihr wisst, ich liebe es, Travel Journals zu führen. Ich habe euch ja auch meins aus Frankreich, aus Südafrika, alle möglichen Sachen schon gezeigt, verlinke ich euch hier überall. Und diesmal war ich in Dänemark im Urlaub und ich habe kein Travel Journal geführt unterwegs. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Es war eine super stressige Phase vorher. Das heißt, ich konnte mich irgendwie nicht so richtig darauf vorbereiten. Und dann unterwegs hatte ich irgendwie auch gar nicht so den Nerv dafür. Also manchmal ist das ja so. Ich habe generell fast nichts gemacht in diesem Urlaub. Also kein Tagebuch geschrieben, war überhaupt nicht kreativ in irgendeiner Art und Weise, sondern habe einfach nur entspannt und Urlaub gemacht. Wir sind mit dem Bulli durch Frankreich, durch Dänemark gefahren. Also es wäre theoretisch Zeit gewesen, aber es sollte irgendwie nicht sein. Ist ja auch voll okay, aber im Nachhinein war ich dann doch so, oh, ist irgendwie doof, jetzt irgendwie keine Erinnerung daran zu haben und nicht so diesen Urlaub so festgehalten zu haben. Und deswegen habe ich mir was überlegt und ja, das möchte ich euch heute zeigen. Ich war mir am Anfang sehr unsicher, was ich denn machen möchte. Also ich habe mal meine Fotos durchgeguckt und hatte sogar kurz überlegt, irgendwie so eine Art Fotobuch zu machen oder so eine kleine Club-Collage. Aber ich hatte dann gar nicht so viele Fotos, die ich irgendwie nutzen wollte und habe mir deswegen hier einfach auf eine DIN A4-Seite mehrere Fotos gezogen und die dann ausgedruckt bzw. an einem Copyshop ausdrucken lassen. Und die haben das dann so auf so Fotopapier gedruckt. Das war relativ dünn, also ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen stabiler vorgestellt. Und ihr seht vielleicht schon, dass ich immer so drei Fotos zusammen angeordnet habe, die so eine Art Fotostreifen thematisch dargestellt haben. Also die passen farblich und thematisch gut zusammen und stehen so für einen Aspekt des Urlaubs für mich. Und ich habe darauf einfach geachtet, dass es farblich irgendwie gut harmoniert, beziehungsweise dass vor allem das untere und das obere Foto gut zusammenpassen und dass es so harmonisch aussieht. Und ich wusste noch nicht genau, was ich dann mit den Fotostreifen machen möchte, aber ich habe sie erstmal ausgeschnitten und habe dann dabei einfach darauf geachtet, dass überall ein ungefähr gleich breiter Rand ist, also dass es überall ungefähr gleich weiß ist, dass es ein bisschen einheitlich aussieht und gut zusammenpasst. Unten habe ich dann ein bisschen was freigelassen, weil das ja auch so dieser typische, ja, Fotostreifen-Look ist, dass man auf der einen Seite ein bisschen mehr Platz noch hat. Und dann habe ich weiter überlegt und wusste immer noch nicht so ganz genau, was ich damit jetzt mache. Eine Überlegung war, dass ich das in mein aktuelles Journal, also in mein Tagebuch, mit integriere und die Fotostreifen dort mit reinbringe und dann eventuell die aufklebe und dazu einfach noch was schreibe, quasi so einfach die Highlights des Urlaubs nochmal festhalte. Was ich bei Fotostreifen auch immer total schön finde, ist, wenn man die mit so einem, ja, mit so einer Büroklemme befestigt und die so ein bisschen lockerer mit in so einem Notizbuch drin hat. Allerdings würde mich das dann, glaube ich, auf Dauer total stören, da so diese Büroklammern dauerhaft drin zu haben. Deswegen war ich damit dann doch nicht so ganz happy. Eine zweite Möglichkeit, die ich mir überlegt hatte, war, dass ich das in ein anderes Travel Journal mit integriere. Also das ist ein Travel Journal, was ich vor 2 Jahren, glaube ich, schon geführt habe, wo aber noch ordentlich viel Platz drin ist und die Seiten wären vielleicht ganz gut dafür geeignet, dann noch so einen Mini-Eintrag zu diesem Urlaub zu machen und die Fotostreifen da einfach einzukleben und dann dort irgendwie noch was drin zu schreiben oder zu zeichnen und den Urlaub da so ein bisschen im Nachhinein festzuhalten. Aber so richtig happy war ich auch mit der Variante nicht, weil ich es irgendwie dann doch auch wieder mal schade finde, diese Fotostreifen einzukleben, weil dann so ein bisschen dieser Fotostreifeneffekt wegfällt. Aber auch da war das mit der Klemme irgendwie nicht so richtig optimal. Und deswegen habe ich mich dann auch dagegen entschieden und habe dann mir gedacht, ich möchte die Fotostreifen eigentlich so als Streifen behalten, aber mich stört dieses Labbrige, also dass es einfach nicht fest genug ist. Und genau aus dem Grund habe ich mir dann eine Pappe oder eine dünne Pappe genommen und die Fotostreifen damit verstärkt. Man kann dann natürlich auch eine schöne Farbe nehmen. Ich habe jetzt Grau genommen und habe das Ganze mit so doppelseitigem Klebeband dort einfach aufgebracht, habe da dann einfach mir die Fotostreifen daneben gelegt, um die Größe abzumessen. Habe dann nochmal festgestellt, dass es doch wahrscheinlich klüger wäre, das Ganze andersrum auf die Pappe aufzubringen, weil das dann ein bisschen platzsparender ist für die Pappe.
Und genau, habe dann einfach eine große Fläche mit Klebeband auf der Pappe ausgestattet und da dann die Fotos draufgelegt. Und ich habe da jetzt nicht groß abgemessen, wie viel Platz ich da brauche, sondern das alles Pi mal Daumen gemacht. Das hat dann auch ganz gut gepasst. Beim Aufkleben habe ich dann wirklich darauf geachtet, dass ich das möglichst sauber mache, damit ich danach jetzt nicht noch viel herumschneiden muss. Und hätte ich das natürlich von vornherein gewusst, dass ich das so verstärken möchte, dann hätte ich gleich von vornherein das so aufkleben können. Dann hätte ich mir den einen Ausschneideschritt gespart, aber so war es auch okay. Und ich habe das einfach simpel mit einem Cutter nochmal alles zugeschnitten. Das ging auch total gut, habe dann noch ein paar Sachen so ein bisschen korrigiert und gerade gemacht und hatte dann im Prinzip so festere Fotostreifen, die dann ja wirklich um einiges stabiler waren als vorher. Und dann habe ich mir mein Etikettiergerät dazu genommen und ich dachte mir, das würde vielleicht vom Stil ganz gut passen, unten auf die Fotostreifen noch so ein kleines Wort mit drauf zu bringen, wofür quasi dieser Fotostreifen für mich steht und was in diesem Urlaub einfach wichtig war. Ich habe dabei natürlich dann Freundschaft erstmal ein D vergessen, musste das dann Ganze nochmal machen. Sowas gehört dann irgendwie auch immer dazu. Aber ich habe die dann einfach ganz simpel abgezogen. Die sind ja so selbstklebend und die unten hingeklebt. Und ich mag den Look irgendwie ganz gerne. Ich finde diese Etikettierstreifen sind sowieso irgendwie immer ganz cool. Ich mag das ganz gerne und gerade zu den Fotostreifen passt das ganz gut. Und somit habe ich meine vier thematischen Streifen, wofür mein Urlaub im Prinzip so für mich stand. Und hinten drauf, dadurch, dass es ja ein helles Grau ist, kann ich jetzt noch kleine Notizen machen, was quasi so das Besondere an meinem Urlaub war und was ich einfach festhalten möchte, damit ich es nicht vergesse. Und dann habe ich mir jetzt überlegt, dass ich hinten in die Tasche von meinem Tagebuch die Fotostreifen erstmal drin verstaue, weil da sammle ich alles, was quasi dieses Jahr irgendwie ja wichtig war oder wo ich mich dran erinnern möchte, wenn ich dann später dieses Buch wieder zur Hand nehme. Beziehungsweise ich habe mir auch überlegt, dann einen der Streifen einfach so als Lesezeichen zu nutzen, damit er mir immer mal wieder in die Hände fällt und ich mich an die schönen Momente im Urlaub einfach wieder dran erinnere. Und ich bin mal gespannt, wie die nächste Reise aussehen wird, also wie ich da meine Reise festhalten werde, ob ich da wieder ein normales Reisetagebuch führe, was ja auch mega unterschiedlich ausfallen kann. Aber es gibt einfach so viele coole Möglichkeiten, was man da machen kann. Wenn ihr Lust habt, noch die weiteren Videos zu schauen zu diesem Thema, verlinke ich euch die, wie versprochen. Und wenn ihr generell Bock habt, noch viel mehr Videos in dieser Art zu sehen, dann abonniert den Kanal total gerne. Dann werdet ihr immer benachrichtigt. Wenn ihr da noch die Glocke aktiviert, werdet ihr benachrichtigt, dass ein neues Video von mir online ist. Dann verpasst ihr nichts mehr. Also macht das super gerne, wenn ihr Teil dieses Kanals werden wollt. Und ja, wo geht's für euch dieses Jahr in Urlaub hin? Das würde mich voll mal interessieren. Oder wart ihr schon im Urlaub? Und habt ihr denn ein Reisetagebuch geschrieben? Also wer Lust hat, kann das super gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich finde es immer cool zu sehen, wo ihr euch so rumtreibt. Und vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Inspiration fürs nächste Reiseland. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch eine super schöne, kreative Woche. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin habt eine schöne Zeit. Tschüss!